Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, Platz zu nehmen und hebe die Unterbrechung der Sitzung auf. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend vielfältige Maßnahmen, um der Altersarmut von Frauen entgegenzuwirken und eine aktive Teilhabe am Arbeitsmarkt zu ermöglichen, Drucksache 19/6107. Ich sehe keinen Widerspruch gegen die Dringlichkeit. Dann wird dieser Antrag Tagesordnungspunkt 63 und zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 17 aufgerufen, den ich jetzt aufrufe. Tagesordnungspunkt 17, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Altersarmut von Frauen wirksam bekämpfen, Drucksache 19/5174, zusammen mit dem neuen Tagesordnungspunkt 63, Dringlicher Entschließungsantrag CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, 19/6107. Vereinbarte Redezeit sind 10 Minuten. Und als Erstes hat das Wort Kollegin Schott für DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Unser Antrag liegt seit letztem Herbst vor. Der 8. März ist jedes Jahr am 8. März der Internationale Frauentag. Und seit Anfang letzter Woche wissen Sie, dass unser Antrag zum Setzpunkt wird. Denn heute einen Antrag als Tischvorlage vorzulegen, in dem Moment, wo der Tagesordnungspunkt aufgerufen wird, zeugt davon, wie wichtig Ihnen das Thema ist. Es ist schon wirklich erstaunlich. Wenn man es ernsthaft würde beraten wollen, hätte man es gelesen haben müssen. Das hat hier im Raum vermutlich niemand gelesen. Von daher kann ich es leider nicht ernst nehmen und werde darauf auch nicht weiter eingehen. Als wir unseren Antrag formuliert haben, lag die Bundestagswahl noch vor uns, und Koalitionsverträge für eine neue GroKo waren nicht in Sicht. Für die heutigen Rentnerinnen und Rentner und die junge Generation ist das Ergebnis des neuen Koalitionsvertrages enttäuschend. Statt die vorhandenen finanziellen Spielräume auszunutzen und im Kampf gegen Altersarmut vernünftig einzusetzen, wird der Beitragssatz begrenzt, und die Rentenkasse wird weiter geschröpft. Echte Leistungsverbesserungen für heutige und zukünftige Rentnerinnen sucht man vergebens. Nur sehr wenige Mütter mit drei und mehr Kindern und nur neue Rentnerinnen unter 65, die zu krank sind, um zu arbeiten, dürfen auf bessere Renten hoffen. Alle anderen gehen leer aus. Das wird zu Unmut bei vielen Menschen führen. Mütter mit nur zwei Kindern, erwerbsgeminderte Rentnerinnen, die ein Jahr zu früh krank wurden, und arme Rentnerinnen, die nur 33 Beitragsjahre erreichen, sie alle gehen leer aus. Dringend nötig wäre es, das Rentenniveau von gut 48% auf 53% anzuheben. Das war das lebensstandardsichernde Niveau, bevor Schröder, Fischer und Riester begannen, die gesetzliche Rente zu ruinieren. Die angebliche Grundrente ist eine etwas höhere Sozialhilfe für die wenigen älteren Menschen mit mindestens 35 Beitragsjahren. Damit wird Armut nicht bekämpft. Damit bleibt es Armut, und es ist immer nur die Perspektive, in Armut alt zu werden. Und das leider vor allem bei den Frauen. Nein, dazu kann man nicht klatschen. Das ist eine Zustandsbeschreibung, die ist nicht zu beklatschen. In einer guten Woche ist der Internationale Frauentag und eine Woche später etwa der Equal Pay Day. Ich möchte Sie nur darauf aufmerksam machen, dass die Frauen zum Seminar Frauen im Landtag auf der Tribüne sitzen. Und die werden jetzt deutlich erleben, warum es so wenig attraktiv ist, hier als Frau zu reden, wenn Sie mit einem solchen Respekt zu dem Thema umgehen. Die Situation von Frauen im Alter ist noch gravierender und noch prekärer als bei Männern. Eine aktuelle Auswertung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts hat für das Jahr 2015 ein Gender Pension Gap von 53% errechnet. Das heißt, Männer verfügen im Schnitt über mehr als das doppelt so hohe Alterseinkommen wie Frauen. Die wichtigste Einnahme ist die gesetzliche Rente, deren Höhe betrug in Hessen 1.136 € im Monat für Männer und 316 € für Frauen. Bei den Betriebsrenten in der Privatwirtschaft ist der Unterschied noch höher. Bundesweit erreichen Frauen mit 240 € nur 40% der Einnahmen der Männer.
Allerdings haben überhaupt nur 7% der Rentnerinnen einen Anspruch auf Betriebsrente, wenn es bei Männern immerhin 26% sind. Auch die private Altersversorgung rettet nicht vor Armut. Nur 5% der Männer und 2% der Frauen haben aus dieser Quelle überhaupt Einnahmen. Und auch hier erreichen Frauen nur 2/3 des Betrages der Männer. Und der Fortschritt ist an dieser Stelle eine Schnecke, bis die Frauen aufholen, dauert ewig. Die Gründe für dieses Gender Pension Gap sind zugleich die Hebel, an denen man ziehen muss, um Altersarmut bei Frauen weiterhin zu verhindern. Gute Arbeit braucht eine gute Entlohnung. Und wir erleben eine deutliche Zunahme von Niedriglohnjobs. Wir sind Arbeitsverhältnisse mit einem Verdienst unterhalb von 2/3 des Median-Bruttostundenlohns. Mitte der 90er Jahre traf dies in Deutschland auf etwa 14% der Arbeitsverhältnisse zu. Aktuell sind es 22%. Und Arbeitnehmerinnen sind deutlich öfter betroffen als Arbeitnehmer. Die Landesregierung hat mit ihrem Lohnatlas die Lohnlücke bei Frauen und Männern aufgezeigt, also das, was Frauen beim Equal Pay Day bereits seit 10 Jahren deutlich machen. Was fordern wir von der Landesregierung? Sie muss im Landesdienst beginnen. Ein Beispiel sind die Grundschullehrkräfte, die weiterhin schlechter bezahlt werden als alle anderen Lehrkräfte. Warum eigentlich? Sind Sie der Meinung, dass Grundschullehrerinnen eine weniger gute Arbeit leisten als die anderen? Oder ist es, weil hier überwiegend Frauen tätig sind? Oder sind hier überwiegend Frauen tätig, weil es nicht so gut bezahlt ist wie in dem anderen Bereich? Oder haben Sie Angst davor, dass, wenn Sie die Grundschullehrerinnen ordentlich bezahlen, die Erzieherinnen dann nachrücken mit ihren Forderungen, weil Sie sagen, auch unsere Arbeit ist so gut und so wichtig, dass wir endlich ein vernünftiges Entgelt dafür brauchen? Für Letztere sind allerdings die Träger vor Ort zuständig. Die Bezahlung ist vom Tarifvertrag und dieser wiederum von den finanziellen Verhältnissen der Kommunen abhängig. Also können Sie sich nicht so einfach wegducken. Solange die Kommunen nicht endlich ausreichend finanziert sind, um die notwendigen Mittel für frühkindliche Bildung zu erhalten, solange müssen die Erzieherinnen oft genug die belastende Arbeit in Teilzeitarbeiten weiter auf Altersarmut hinausschauen. Und es liegt schon bei Ihnen, wie Sie an der Stelle die Kommunen ausstatten und wie Sie Gelder dafür zur Verfügung stellen. Also sagen Sie nicht, es ist nur eine Frage von Tarifverhandlungen. Es ist doch nicht so, dass die Kommunen die nicht besser würden bezahlen wollen, wenn sie könnten. Wenn sie könnten, täten sie es natürlich. Also sitzen Sie an dem Hebel, der es ermöglicht, hier etwas gegen die Altersarmut von Frauen ganz konkret zu tun. Aber stattdessen gibt es die große Rentenlücke als Geschenk für die Versicherungswirtschaft, die mit privaten Produkten ihren Reibach macht. Die Profite dieser Unternehmen sind trotz Niedrigzinsphase enorm. Allein die Allianz erwirtschaftet in Deutschland 2016 einen Umsatz von über 32 Milliarden €. Es gibt auch noch andere kleine Beispiele, wo die Landesregierung etwas tun könnte, um die Altersarmut von Frauen zu verhindern. Da hatten wir hier die Debatte um die Ausstattung von schwangeren Konfliktberatungsstellen. Da ging es darum, dass man ihnen so viel Geld ermöglicht, dass sie für die Mitarbeiterinnen eine zusätzliche Altersversorgung abschließen können. Dieses Geld, wahrhaftig kein großer Topf im Haushalt, war es der Landesregierung nicht wert. Ich finde, das ist ausgesprochen traurig. Sorgearbeit ist immer noch ein Riesenthema, und dafür werden Frauen auch allenthalben und immer wieder gelobt. Aber die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist und bleibt nun einmal mehrheitlich das besondere Problem von Frauen. Ob es die fehlenden Kinderbetreuungsplätze sind oder die nicht passenden Öffnungszeiten oder die fehlenden Ganztagsschulplätze, das Problem wird Ihnen jedoch Jahr für Jahr wieder zugetragen, wenn die Kids aus der Kita kommen und dann in die Grundschule gehen und dann ihr lustiger Pakt für den Nachmittag vielleicht greift, vielleicht aber auch nicht, aber es keine flächendeckenden, vernünftigen Regelungen gibt, die es Frauen ermöglicht, so berufstätig zu sein, dass sie eben nicht zielsicher in die Altersarmut geht. Nicht jeder Arbeitgeber reagiert mit großer Gelassenheit, wenn die Mutter oder auch mal der Vater kinderkrank ist. Die Karrierechancen sind ziemlich begrenzt, wenn man pünktlich den Arbeitsplatz verlässt, weil das Kind aus der Kita abgeholt wird. Und Wissenschaftlerinnen, die mal für ein Jahr nicht publizieren, haben natürlich ein riesiges Problem. Und der prozentuale Anteil von Frauen in der Justiz, der Hochschulen, den Ministerien lassen gerade in den Leitungspositionen sehr zu wünschen übrig. Und hier wäre das Umdenken unmittelbar notwendig und möglich. Wie viel Geld haben Sie eigentlich jetzt wieder ausgegeben?
Ich habe überhaupt noch kein Geld ausgegeben. Wenn ich mich entscheide, ob ich einen Abteilungsleiter oder eine Abteilungsleiterin einsetze, ist das eine reine Entscheidung darüber, ob ich Frauenförderung betreibe oder nicht. Dafür brauche ich keinen Cent mehr. Sie müssen es nur wollen. Aber Sie, Herr Boddenberg, gehören zu denen, der es bestimmt nicht will. Die Beweise dafür haben Sie hier oft genug angetreten. Weil er schreit. Das gilt aber nicht für jüngere Frauen mit Kindern. Das gilt auch für die Generation, deren Kinder aus dem Haus sind und die sich jetzt um die Eltern kümmern. Nicht alle Seniorinnen und Senioren können ihren Lebensabend gesund genießen. Zunehmende Erkrankungen psychischer und physischer Art machen familiäre Hilfestellung erforderlich. Die Unterstützung für diese Senioren ist häufig in der Familie, und der Ausfall, 10 Tage Pflegeausfallzeit, das ist doch unfassbar wenig. Und der Minister lobt hier regelmäßig, dass der überwiegende Teil der alten Menschen in Familien gepflegt wird. Ja, wer leistet denn diese Pflegearbeit? Doch überwiegend die Frauen in den Familien. Und zu welchem Preis? Zum Preis ihrer eigenen Armut und ihrer Altersarmut. Darüber muss man sich doch klar sein. Ich gehe davon aus, dass Sie alle unserem Antrag zustimmen werden, auch Sie, Herr Boddenberg, weil schließlich basiert er in wesentlichen Passagen auf dem Beschluss der Gleichstellung und Familienministerinnen, die in Weimar am 15. Juni im letzten Jahr getagt haben und dort nämlich beschlossen haben, was Grundlage dieses Papiers ist. Der Minister war leider nicht dabei, aber immerhin sein Staatssekretär, der wird uns dann sicher mitteilen können, wie er sich zu diesem Thema verhalten hat. Und das haben die mehrheitlich so entschieden. Also sind es ja auch Ihre Minister gewesen, die dabei waren. Von daher kann es eigentlich gar nicht anders ausgehen, als dass Sie diesem Antrag zustimmen. Allerdings, Kollegin Schott, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Allerdings kommt es mehr auf Taten als auf Worte an. Dass wir Frauen uns die Taten erkämpfen müssen, das ist uns bewusst. Deshalb freut es mich besonders, dass das Frauenbündnis gegen Altersarmut Südhessen sich vorgenommen hat, ordentlich Putz zu machen und für eine bessere Absicherung von Frauen zu sorgen. Dort sind Frauen aus allen möglichen gesellschaftlichen Organisationen vereinigt und machen deutlich, mit uns ist zu rechnen. Also, meine Herren, nehmen Sie sich an der Stelle etwas Gutes vor. Sorgen Sie dafür, dass die Altersarmut insbesondere bei den Frauen ein Ende hat. Vielen Dank. – Als Nächste spricht Kollegin Klaff-Isselmann für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Armut. Armut ist hart, und sie bereitet vielen Menschen Sorge. Armut ist für jene, die betroffen sind, ein schwerer Schlag. Wir nehmen Armut nicht einfach hin, bei niemandem, weder bei Frauen noch bei Männern. Wir kämpfen ständig dafür, dass jeder Mensch einen geregelten Mindeststandard zum Leben hat und weitgehend am gesellschaftlichen Alltag teilhaben kann. Gerade wir Christdemokraten schreiben Verantwortung für den Menschen groß. Verpflichtet uns nicht nur unsere Sozialethik zum Handeln, zum Mitgefühl und Solidarität, sondern auch unser im Grundgesetz und der Hessischen Verfassung verankerter Sozialstaatsgedanke. Ich freue mich, dass das Thema Altersarmut von Frauen heute zur Debatte steht. Armut und vor allen Dingen Altersarmut hat in der Regel ein weibliches Gesicht. DIE LINKE wirft der Landesregierung vor, sie täte zu wenig gegen die Altersarmut von Frauen. Ich werfe dann allerdings der LINKEN Ignoranz vor. Anders kann ich mir ihre Meinungsbildung zu diesem wichtigen Thema nicht vorstellen. Denn wir sind im Bereich der Bekämpfung der Armut durchaus aktiv, und es wird gelingen, Altersarmut weiter zu reduzieren. Und ich darf Ihnen eines direkt sagen. Es ist nicht sinnvoll, erst jetzt damit zu kommen, dass am Ende des Berufslebens eingegriffen werden muss. Denn da starten Sie wieder mit Ihren Umverteilungsfantasien, und die haben noch nie ein Problem gelöst. Fangen wir einmal damit an, dass es zur Bekämpfung von Armut grundlegend wichtig ist, dass jeder Arbeit hat. Es geht um Integration in den Arbeitsmarkt von Frauen nach der Familienphase, Menschen mit Migrationshintergrund und von älteren Erwerbstätigen.
Wer arbeitet, kann sein Leben selbstbestimmend gestalten und macht sich nicht von der Gnade linker Umverteilungstaktiken abhängig. In Hessen gab es noch nie so viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte wie derzeit. Das ist die beste Vorsorge gegen Armut. Wer jedoch keine Arbeit hat oder nur schwer welche findet, dem helfen wir. Wir wissen, dass gerade Frauen durch verschiedene Lebensumstände für längere Zeit nicht aktiv am Erwerbsleben teilnehmen, Unterbrechungen in der Erwerbsbiografie aufweisen und erwerbslos sind, z.B. durch Familienplanung oder Pflege naher Angehöriger. Das sollte kein Grund sein für die Anlage von Altersarmut. Im Gegenteil, es gibt eine Reihe von Angeboten, auch diese Lebensphase zu gestalten. Das Elterngeld unterstützt den Elternteil, der eine Weile die Kinderbetreuung zu Hause übernimmt. Die Mütterrente, demnächst noch ausgeweitet, hilft, die Rentenlücke zu füllen. Die Kinderbetreuungsangebote sind vielfältig und zahlreich geworden. Ab August sind bei uns in Hessen die Kita-Plätze für 6 Stunden beitragsfrei. So sparen Eltern, ja toll, ganz genau, so sparen Eltern nämlich künftig im Schnitt fast 5.000 € pro Kind in 3 Kindergartenjahren. Geld, das auch in die Altersvorsorge gesteckt werden kann. Im Jahr 2017, ich habe nur davon gesprochen, dass das Geld in die Altersvorsorge gesteckt werden kann. Es ist selbstverständlich, dass das auch Steuern beinhaltet. Im Jahr 2017 haben wir mit über 500 Millionen € so viel Geld in die Kinderbetreuung bereitgestellt wie nie zuvor. Demnächst werden es sogar über 800 Millionen € sein. Zum Vergleich, 2099 war Ihnen das gerade einmal 65 Millionen € wert. Mit unserem Ansatz wird ein hervorragender Beitrag zur Verhinderung von Altersarmut geleistet. Wenn jemand nach der Kinderzeit wieder arbeiten gehen möchte, so unterstützen wir ihn tatkräftig, wieder in einen Beruf zu finden. Hier greift z.B. das neu initiierte Förderangebot Kompetenzen entwickeln, Perspektiven ermöglichen. Gerade für Langzeitarbeitslose ist dies eine sehr effektive Maßnahme, die Menschen wieder einem sicheren Arbeitsplatz zuzuführen. Hochmotivierte und qualifizierte Frauen finden im Netzwerk Wiedereinstieg eine sehr geeignete Plattform. Sie hilft, Hindernisse zu überwinden, eine bessere Übersicht zu existierenden Angeboten und individueller Förderung zu erhalten. Auch die Arbeitsgemeinschaft Trialog bietet hilfreiche Unterstützung. Aber auch wer Arbeit hat, braucht eine faire Bezahlung. Das Land Hessen ist hier als Arbeitgeber vorbildlich, denn im öffentlichen Dienst mit dem TVH gilt der Grundsatz des Equal Pay. In Hessen gilt die Gleichberechtigung. Es verdient also jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin des Landes das Gleiche bei gleicher Qualifikation und Beschäftigung. Für uns ist Gleichberechtigung wichtig und selbstverständlich. Im Zuge des demografischen Wandels respektive des zunehmenden Fachkräftemangels werden immer mehr Frauen auf dem Arbeitsmarkt profitieren. Menschen, die Menschen pflegen, erhalten Unterstützung durch das Programm Beruf und Pflege vereinbaren, die Hessische Initiative. Ziel ist es, die Erwerbstätigkeit zu erhalten, indem zwischen Mitarbeiterinnen und Arbeitgebern tragfähige Pflegearrangements vereinbart werden und so spürbar Entlastung erzielt wird. Darüber hinaus unterstützen wir die Menschen, die Schulden haben. Denn es ist eine Sache, wenn man Geld verdient, eine andere aber, wenn Schulden dies direkt auffressen. Die Schuldnerberatung auf kommunaler Ebene angesiedelt und durch Mittel des Landes Hessen unterstützt, ist ein bedeutendes Instrument, Menschen aus der Schuldenspirale zu helfen.
Sie ist ein wichtiges Angebot für von Armut bedrohte oder verschuldete Bürgerinnen und Bürger. Ein weiterer Punkt ist dann natürlich die Rente selbst. Hier lobe ich wieder die innovative Kraft Hessens. Mit der Deutschlandrente unterstützen wir ein Modell, das zukunftsweisend sein wird. Neben der ersten Säule der gesetzlichen Rentenversicherung und der zweiten Säule der privaten Altersvorsorge kommt als dritte Säule ein Deutschlandfonds hinzu. Dieser wird durch die Arbeitgeber einfach und unbürokratisch finanziert. Der Fonds selbst arbeitet ohne Gewinninteresse auf Selbstkostenbasis und ist vor politischem Zugriff gesichert. Es ist vor allem für jene Arbeitnehmer und Unternehmen attraktiv, die über keine eigene Betriebsrente verfügen. Zusammengefasst: Arbeit, Equal Pay, Bildung, staatliche Unterstützung, Kinderbetreuung, Mütterrente, Pflegeunterstützung, Schuldnerberatung, Deutschlandrente sind viele Möglichkeiten und Unterstützungsangebote, der eigenen Altersarmut entgegenzuwirken. Sie hingegen bei der linken Fraktion ignorieren mit ihrem Forderungskatalog das grundgesetzlich geschützte Gebot der Tarifautonomie und setzen sich über die Inhalte des Tariftreuegesetzes hinweg. Ihre Lösungsansätze scheitern damit bereits an den Grenzen des Machbaren. Ich versichere Ihnen, wir werden weiterhin auf dem Boden der Realität hart daran arbeiten, dass es allen Menschen in Hessen besser geht, jeden Tag. Vielen Dank. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention erteile ich das Wort der Kollegin Schott. Danke, Frau Präsidentin. Frau Kollegin, Sie haben eben sehr deutlich die große Notwendigkeit von Schuldnerberatung zur Bekämpfung von Armut benannt. Sie steht auch in Ihrem Antrag. Können Sie mir bitte erklären, warum die CDU-Regierung im Rahmen der düsteren Zukunft für mehr als 10 Jahre genau dieses Geld ersatzlos und total gestrichen hat? Frau Klaffig, sondern Sie haben Gelegenheit zur Erwiderung. Nächste Wortmeldung kommt von Kollegen Decker, SPD-Fraktion. Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Kollegin Schott hatte eingangs die Vermutung geäußert, man hätte ihren Antrag nicht gelesen. Ich vermute mal, sie hat den Inhalt des neuen Koalitionsvertrages nicht gelesen. Ich komme darauf zu sprechen. Und Frau Klaff-Isselmann hat eine frauenpolitische Wohlfühlrede gehalten. Und jetzt gucken wir uns die ganze Sache mal der Reihe nach an, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. So, die Altersarmut wird merklich zunehmen, wenn man ihr nicht gegensteuert. Fakt 1. Und Fakt 2. Betroffen werden geringqualifizierte Langzeitarbeitslose und Beschäftigte sein. Und das wird vor allem Frauen treffen und vor allen Dingen alleinstehende Frauen treffen. In diesem Punkt sind wir uns durchaus mit dem Antragsteller einig. Ich glaube, dass das weite Teile des Hauses inzwischen auch verstanden haben. Man könnte das aus Ihrem Antrag der CDU und der GRÜNEN ein wenig herauslesen. Wir sind uns aber noch nicht ganz sicher, ob Sie es in Gänze verstanden haben. Wir werden sehen, wie das in Hessen weitergeht, meine Damen und Herren. Wenn ich mir den Antrag der LINKEN allerdings näher betrachte, Frau Kollegin Schott, Sie sehen es mir nach, dann schwindet die Einigkeit doch hier und da und in etlichen Teilen sogar merklich. In Ihrer Antragsbegründung schreiben Sie, die Gleichstellungs- und Frauenministerinnen haben in Weimar einen Beschluss mit dem Titel Gleichstellung, Gleichgeschlechtergerechtigkeit im Erwerbsleben, in der Verteilung der Sorgearbeit und den Alterungssicherungssystemen herstellen. So ist der Titel gefasst. Stimmt, haben Sie gemacht. Und wir haben uns den Beschluss auch in Gänze angeschaut. Das war wahrscheinlich aber ein Fehler. Sonst hätten wir am Ende noch das geklaut, was Sie in dem Antrag alles so reingeschrieben haben. Denn Sie schreiben ja im zweiten Satz der Antragsbegründung, der Antrag folgt im wesentlichen Passagen diesem Beschluss. Und es ist sehr gut, meine Damen und Herren, dass ich mir vor kurzem eine neue scharfe Lesebrille gekauft habe. Und was soll ich Ihnen sagen? Es stimmt so leider nicht. Sie haben sich im
im problembeschreibenden Teil und auch im Analyseteil ja noch einigermaßen an den Beschlusstext der Konferenz gehalten. Aber dann geht es los, nämlich wenn es um den Forderungskatalog geht, meine Damen und Herren. Und selbst wenn man den hessenspezifischen Teil, der durchaus richtig ist, mal außer Acht lässt, stellt man fest, dass Ihre Forderungen in diesem Beschluss dieser Konferenz so gar nicht drinstehen. Und da haben Sie einfach ein Sammelsurium an Forderungen obendrauf gefropft, und Sie suggerieren uns hier einen Gleichklang mit dem Konferenzbeschluss, der leider Gottes so gar nicht gegeben ist, meine Damen und Herren. Und deshalb sage ich, liebe Kolleginnen und Kollegen der LINKEN, so geht das nicht. Und so können wir mit diesem Thema, mit diesem Problem beim besten Willen nicht umgehen. Mal zwei Beispiele. Von einer Forderung nach einem Mindestlohn von 12 € ist im Beschluss kein Wort zu lesen. Damit wir uns hier richtig verstehen an der Stelle, mit der Einführung des Mindestlohns 8,50 €, jetzt 8,84 €, waren wir natürlich einverstanden. Wir wollten ihn, aber wir wussten damals schon, das ist die unterste Schamgrenze. Und da muss es weitergehen. Und da sind wir auch ganz bei Olaf Scholz, der kürzlich gesagt hat, vernünftig wäre ein Mindestlohn von 12 €. Aber das muss man in einem vernünftigen Prozess gestalten, so wie Sie das im Marokko-Verfahren machen. Läuft das nicht, dann haut das wieder nicht hin, meine Damen und Herren. Und dass wir eine Stärkung der Tarifbindung wollen, habe ich in diesem Plenum, glaube ich, schon tausendmal gesagt. Das erspare ich mir jetzt. Und dass die Landesregierung bei Löhnen und vor allem bei der Beseitigung der sachgrundlosen Befristung Vorreiter spielen muss, auch darin besteht Einigkeit. Wir denken an die Lehrerinnen. Sie haben es eben zu Recht angesprochen. Dass Grundschullehrkräfte besser besoldet werden müssen, ist auch klar. Aber, liebe Kollegin, was jetzt eine Beförderung in das Amt nach A13 mit Altersarmut zu tun haben soll, erschließt sich mir jetzt nicht ganz direkt an dieser Stelle. Und dann kommt die Rentenpassage. Dass eine Rente auskömmlich sein muss, darüber sind wir uns einig. Auch das habe ich hier ein ums andere Mal für meine Fraktion deutlich gemacht. Aber mit Ihrer Forderung, dass das Rentenniveau sofort Stante Peter auf 53 % anzuheben ist, da gehen Sie erheblich noch über das hinaus, was der DGB fordert. Er sagt nämlich vernünftigerweise, zunächst stabilisieren und dann in einem weiteren Schritt anheben. Und dann schauen wir mal, wie weit das geht. Und Sie fordern eine solidarische Mindestrente von 1.050 €. Das ist alles schön und gut, meine Damen und Herren. Aber Sie sagen leider kein Wort darüber, wie das in der Praxis funktionieren soll und geschweige denn, wie wir das finanzieren wollen. Und selbst bei einer Vollbeschäftigung und wesentlicher Ausweitung der Tarifbindung wird das echt eine nicht einfache Nummer, um das in dieser Weise dann darstellen zu können. Und welche konkrete Wirkung soll die Streichung der staatlichen Förderung der privaten Altersversorgung haben, die Sie dann in die Verbesserung der Altersversorgung stecken wollen? Ich weiß nicht, was es entfalten soll, aber das werden Sie uns sagen. Klingt ein wenig unausgegoren, das Ganze. Und ich habe dann eine herzliche Bitte. Falls es eine zweite Runde geben sollte, wollte ich gleich schon herzlich darum bitten, kommen Sie jetzt bitte nicht damit mit der Schließung von Kalten, dass wir damit das Finanzloch in der Rente stecken könnten, und auch nicht mit dem Stopp von allen Rüstungsexporten, nur um es gleich einmal erwähnt zu haben. Also, meine Damen und Herren, auch wenn es eine Reihe auch wenn es, zu euch komme ich noch, zu euch komme ich noch, gemacht. Auch wenn es eine Reihe von Punkten gibt, in denen wir uns einig sind, keine Frage, bleibt am Ende bei Ihrem Antrag zwangsläufig der Eindruck, da steht alles drin, was man sich so wünschen kann. Aber wir wissen noch nicht, wie es funktionieren soll. Das ist ein buntes Wunschkonzert von Forderungen. Und ich vermute mal fast, dass das auch etwas mit dem 28. Oktober zu tun haben könnte. Ich lasse es einfach mal im Raum stehen. Aber so kann das einfach nichts werden. Und gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht. Aber, meine Damen und Herren, wie kann es denn etwas werden, indem man solide, vernünftige, umsetzbare Schritte macht und Schritte, die Stück für Stück die Ursachen für Altersarmut, gerade auch der von Frauen, beseitigen? Und bereits in der letzten Koalition haben wir damit begonnen. Wir haben einige Schritte gemacht, die Sie auch nie anerkannt haben, aber die sehr zielführend waren, auch wenn wir in dem einen oder anderen Punkt, ich rede hier vom Mindestlohngesetz und ich rede vom Gesetz gegen den Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen, auch wenn wir dort noch weitere Schritte gehen müssen. Und dann werfen wir einmal einen Blick in den neuen Koalitionsvertrag. Der sieht an der Stelle besser aus, als manch anderer hier weismachen will. Und da hat die SPD ganz bewusst mit der Union auch sehr hart verhandelt. Und ich glaube, wir haben mit Erfolg hart verhandelt, weil es gerade auch um dieses Thema geht, was wir hier gerade debattieren. Und da stehen jeweils sehr viele Dinge drin, die das Leben der Menschen, auch gerade das Leben von Frauen, verbessern werden. Und es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, die ich hier aufführen könnte. Das fängt mit der Ressortverteilung an, die wir jetzt haben. Da ist eine Menge drin, wo wir eine Menge gestalten
gestalten können. Und es gibt auch gleichstellungspolitische Erfolge. Und ich will nur einmal anführen, dass wir die Rückführung von befristeten Arbeitsverträgen in Angriff genommen haben und dass wir die sachgrundgroße Befristung maßgeblich einschränken werden. Und wir werten die Sozial- und Pflegeberufe auf. Eine Zielsetzung ist dabei auch die Abschaffung der Schulgebühren. Wir haben es vorhin an anderer Stelle diskutiert hier im Raum. Und es wird zusätzliche Finanzierung von Pflegepersonal geben. 8.000 Stellen sind nach unserer Auffassung auch noch ein bisschen zu wenig. Aber es ist zumindest ein wertvoller Einstieg. Und wir kehren zurück zur paritätischen Finanzierung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und der Rechtsanspruch auf Ganztags, hören Sie mal genau zu, der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Schulkinder bis 2025 wird es geben. Und der Bund beteiligt sich hier an den Kosten. Und des Weiteren verbessern dort Kita-Qualität. Und weil es an dieser Stelle gerade so gut passt, meine Damen und Herren. Kollege Decker, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, das soll er anschließend machen. Und weil wir gerade, jetzt gucke ich mal in Ihre Richtung, und weil es gerade so schön passt, wir wollen in Hessen die Gebührenfreiheit in der frühkindlichen Bildung, und zwar für alle Kinder vom ersten Lebensjahr und für alle Betreuungszeiten. Und da haben wir ein ausgeklügeltes Konzept vorgelegt, meine Damen und Herren. Passen Sie mal auf. Jetzt kommen wir mal. Wir haben das auch finanziell hinterlegt. Und als Vorsitzender des Hausausschusses weiß ich, von was ich rede. Ich kann Zahlen lesen. Und das haben Sie uns alles abgelehnt. Und jetzt kommen Sie mir zu einem Antrag um die Ecke und suggerieren, das wäre der große Schlag. Das können wir Ihnen an der Stelle doch gar nicht durchgehen lassen, meine Damen und Herren. Und wir vertreten eben nicht die Auffassung, dass 6 Stunden gebührenfrei reichen und die Mutter nachmittags zu Hause bleiben muss, ob sie will oder nicht. Das ist Ihr altes Vorstein-Zeitzeitmodell, dass Sie sagen, und mittags ist Mutti zu Hause, und da geht es eben nicht weiter. Und das können Sie mit uns an der Stelle nicht machen. Ich könnte Ihnen jetzt noch aufzählen, dass wir den sozialen Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose einführen, die Weiterbildung gerade auch für Frauen durch die Bundesagentur für Arbeit, und es wird eine Frauenförderung in Bildung, Wissenschaft sowie Kultur und Medien geben. Und es wird keinen feinen Fall des Rentenniveaus geben. Ich muss Ihnen da leider widersprechen, so wie das der Antrag suggeriert. Denn bis 2025 bleiben 48% festgeschrieben, und die Beiträge werden bei 20% eingefroren. Es ist früher als geplant, wird es eine Rentenkommission geben, deren Aufgabe ist, sich darum zu kümmern, wie die Rente zukunftsfest wird, meine Damen und Herren. Es wird eine Mindestrente geben, 10% über der Grundsicherung. Und dabei werden übrigens auch die Erziehungs- und Pflegezeiten angerechnet, meine Damen und Herren. Eine Erwerbsminderungsrente wird nachhaltig verbessert durch Zurechnungszeiten und vieles mehr. Das alles, meine Damen und Herren, sind Ergebnisse, die eine klare sozialdemokratische Handschrift tragen und die in erster Linie auch Frauen zugutekommen, meine Damen und Herren. Und natürlich wissen wir auch, dass wir bei einzelnen Punkten nicht stehen bleiben dürfen, dass die weiterentwickelt werden müssen. Und das werden wir auch tun als Sozialdemokraten. Ob das im Landtag oder im Bundestag ist, dessen können Sie sicher sein. Fakt ist, ich komme zum Schluss, dass wir hier den Fuß in der Tür haben und zielstrebig in die weitere Richtung gehen. Und so wird ein Schuh draus, meine Damen und Herren, mit vernünftigen und soliden Schritten. Und jetzt noch einmal letzter Satz, wenn Sie erlauben, Frau Präsidentin, ein Blick auf den Lohnatlas. Meine Kollegin, unsere frauenpolitische Sprecherin Lisa Knadel, hat das völlig richtig festgestellt im Sommer. Wir haben wieder einmal schwarz auf weiß vor Augen, dass Männer und Frauen für die gleiche Arbeit unterschiedlich bezahlt werden und es teils große regionale Gefälle in Hessen gibt. Und weiter, diese Unterschiede werden noch größer, wenn man bedenkt, dass nur die Vollzeitbruttoentgelte verglichen werden. Und deswegen trügt das Bild. Und es sind nämlich noch viel mehr Frauen betroffen, als Sie uns das weismachen wollen. Und Ihr Antrag hilft uns an der Stelle sicherlich nicht weiter. Und zum Kita-Ausbauprogramm habe ich etwas gesagt. Uns fehlt an der Stelle erheblich das Vertrauen in die schwarz-grüne Landesregierung. Kollege Decker, dass Sie jetzt außer ist der Satz noch mehr machen wollen. Herzlichen Dank. Kollegin Wissler hat das Wort für eine Kurzintervention. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe mich zu Wort gemeldet, weil ich das schon erstaunlich finde, Herr Decker, mit wie viel Selbstgefälligkeit Sie hier reden angesichts der Tatsache, dass Sie einer Partei angehören, die in den letzten Jahren eine ganze Menge Verwüstungen in der Rentenpolitik angerichtet haben. Und da finde ich diese Rede doch recht bemerkenswert. Und da möchte ich Sie jetzt schon noch einmal daran erinnern, die Veränderung der Rentenformel, die Absenkung des Rentenniveaus, die Teilprivatisierung der Rente mit der Riester-Reform,
Wollen wir mal darüber reden, weil die ganze Finanzierbarkeit zwischengerufen wurde? Wollen wir mal über die Milliarden reden, die in die Riester-Rente reingeflossen sind und wer davon profitiert hat? Wer davon nicht profitiert hat, ist die alleinerziehende Verkäuferin, die überhaupt nicht privat vorsorgen kann, weil sie gar kein Geld hat, das sie zur Seite legt. Sagt da vielleicht mal irgendjemand, ganz schön teure Geschichte, diese Riester-Rente. Wer hat denn von Riester profitiert? Das waren doch die Banken und die Versicherungen in allererster Linie. Die Riester-Rente, das ist doch teuer gewesen, und das hilft doch den Menschen überhaupt nicht. Und wir können auch reden über die Rente ab 67. Wer hat denn die Rente ab 67 eingeführt? Für die meisten Menschen ist es nichts anderes als eine Rentenkürzung. Wie soll denn die Erzieherin, wie soll denn die Krankenschwester, wie soll denn der Altenpfleger, wie sollen die denn bis 67 arbeiten? Gar nicht. Die arbeiten nicht bis 67. Die gehen genau dann in Rente, wann sie in Rente gehen, aber eben zu höheren Abschlägen. Und deshalb, Herr Kollege Frömmrich, mir glauben Sie nichts, aber Sie glauben sicher dem Landessozialbericht der Landesregierung. Die Landesregierung hat ja einen Landessozialbericht vorgelegt, zusammen mit den Wohlfahrtsverbänden. Und da ist ja Altersarmut als ein sehr stark steigendes Problem bezeichnet worden. Und als Ursachen für Altersarmut im Landessozialbericht der Landesregierung sind genannt die Rente ab 67, Hartz IV, die private Vorsorge und die Absenkung des Rentenniveaus. Das sind die Gründe für Altersarmut. Man darf nicht so tun, als würde das vom Himmel fallen. Es hängt mit der Lohnentwicklung zusammen, es hängt aber auch mit den unsäglichen Rentenreformen der letzten Jahre zusammen. Vielen Dank. Kollege Decker zur Erwiderung. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kollegin, liebe Kollegin Wissler, uns unterscheiden zwei Dinge ganz maßgeblich. Sie leben in der Vergangenheit, und wir gucken, wie die Dinge für die Zukunft besser gerichtet werden können. Und es mag Sie ja ärgern, und Sie können da hämisch lachen. Ich glaube, was der wahre Grund ist für Sie. Es ärgert Sie maßlos, dass Sie an der Verbesserung, an den Dingen auf dem Arbeitsmarkt und die Verbesserung, die wir jetzt in der Rente vorhaben, nicht beteiligt sind. Aber das wird uns nicht davon abhalten, liebe Kollegin Wissler, die Dinge zu verbessern, die wir verbessern müssen. Und da ist eine ganze Reihe. Und Sie haben eine ganze Menge Dinge vergessen, die auch gemacht worden sind. Ich sage nur Tarifstärkungsgesetz. Von wem ist es gekommen? Nicht von euch. Das ist von der SPD-Arbeitsministerin gekommen. Die Rente mit 63 vorgezogen, abschlagsfrei, als Anerkennung einer Lebensleistung, ist nicht von der LINKEN gekommen, ist von einer SPD-Arbeitsministerin gekommen. Und die Reihe könnte ich Ihnen fortsetzen. Aber ich freue mich auf das nächste Duell, weil Sie werden sich beim nächsten Mal auch wieder ärgern, weil es wieder etwas Neues, Gutes gibt, was wir initiiert haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Rock, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben ja heute die schöne Situation, dass wir jüngere Menschen hier haben, ältere Menschen, Frauen hier haben und Männer, so wie auch unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Und wenn man überlegt, wie in den 90er Jahren die SPD und die GRÜNEN in einer Reformkoalition unter Herrn Schröder sich der Rente gewidmet haben. Das haben die ja nicht gemacht, um Menschen zu ärgern. Das haben die gemacht damals, weil sie überlegt haben, wie denn künftig die Rente sicher finanziert, die staatliche Rente sicher finanziert werden kann, wenn immer mehr ältere Menschen in unserer Gesellschaft leben und immer weniger junge Menschen. Und das ist jetzt wohl mathematisch nachvollziehbar, dass man dann gesagt hat, immer weniger jüngere Menschen können nicht das gleiche Rentenniveau finanzieren wie bisher, wenn die eben weniger werden. Und alles, was wir uns überlegen, was wir im Endeffekt an Steuermitteln in die Rente hineingeben, muss erwirtschaftet werden. Und da hat diese damalige rot-grüne Koalition versucht, einen Kompromiss zu finden. Der war damals auf den Zahlen basierend, die man damals hatte, die man damals zugrunde gelegt hat. Und Sie müssen ja immer sagen, wenn Sie möchten, dass ältere Menschen steuerfinanziert mehr Geld erhalten, wer es bezahlt. Und Sie vergessen in Ihrer Politik immer den zweiten Teil. Und es geht bei einem Generationenvertrag darum, dass man beide Seiten berücksichtigt, weil die Loyalität entsprechend sein muss. Und man hat damals unter dieser Koalition gesagt, wir stellen die Rente auf drei Säulen, nicht mehr nur auf eine. So, und das hat man
versucht, frühzeitig den Menschen nahezubringen, dass sie, wenn sie 30, 40 Jahre gearbeitet haben, sich nicht mehr nur allein auf die gesetzliche Rente verlassen können. So, das ist, in den 90er Jahren ist das auf den Weg gebracht worden. Dann gab es immer wieder zwischendurch politische Debatten, zu sagen, die gesetzliche Rente reicht doch völlig aus, um einen guten Lebensstandard sicherzustellen. Damit hat man natürlich die eigene Politik konterkariert. Und wenn jetzt die Situation so ist, wie sie ist, dass wir eben das Rentenniveau zurückgenommen haben, das ist jetzt wieder ein Stück weit ausgesetzt worden, und dann müssen Sie sich trotzdem mal, und es ist, glaube ich, hier angesprochen worden, ich weiß gar nicht von wem, dass wir ja eine Sozialberichterstattung in Hessen haben. Und wenn man sich die Sozialberichterstattung in Hessen anschaut, dann ist das Armutsrisiko von Frauen nicht bei den älteren Frauen, sondern bei den jungen, bei den bis 25-jährigen Frauen. Da ist das Armutsrisiko bei den jüngeren Frauen ist doppelt so hoch wie der Schnitt. Doppelt so hoch wie der Schnitt. Und bei den älteren Frauen, die in Rente gehen, 1,5% über dem Schnitt, wenn Sie sich die hessischen Zahlen anschauen. Warum ist das so? Weil natürlich die Alleinerziehenden eine Riesenrolle darin spielen. Und Sie müssen doch einmal schauen, wo sind die akuten Probleme? Die akuten Probleme, die Altersarmut, liegt bei 3%. Ein bisschen drüber. Das Kriterium für Armut in Deutschland ist nicht das Kriterium Alter, das ist das Kriterium Kind. Das ist das Kriterium Kind, und das ist aus meiner Sicht der wirkliche Skandal, auf dem ja alles andere dann aufbaut. Auf das alles andere aufbaut. Und wenn in Hessen 20.000 Krippenplätze fehlen und 10.000 Ganztagsplätze fehlen, dann kann man der Landesregierung sehr wohl einen Vorwurf machen, dass man hier nicht genug tut. Aber wenn man jetzt zugrunde legt, was die letzte Bundesregierung und diese Bundesregierung sich vorgenommen hat, gerade im Hinblick auf die Frage Rentner, hat man nicht den Eindruck, dass die Frage der Renten und Rentner in der bundespolitischen Ebene keine wichtige Rolle spielt. Ich erinnere einmal an Mütterrente I, Mütterrente II, Einfrierung. Herr Decker hat ja all die Themen aufgezählt, die sich die Große Koalition auf die Fahnen geschrieben hat. Man hat nicht den Eindruck, dass die Situation der Rentner bei den großen Parteien aus dem Fokus geraten wäre. Man hat eher den Eindruck, sie sind sehr im Fokus, diese Themen. Und von daher glaube ich schon, dass es mal wert ist, bei der Frage Armut auch mal die Herleitung zu betrachten, nämlich die Frage, wie ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf organisiert in Hessen? Und dann kann ich Ihnen nur mal auch der Linksfraktion mal den Gesetzentwurf der FDP nahelegen zum § 28 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, wo es darum geht, dass Eltern den Betreuungsplatz ihres Kindes frei wählen dürfen. Das betrifft vor allem auch Alleinerziehende. Wenn die einen Job gefunden haben und wollen jetzt, haben jetzt ein Kleinkind und möchten in der Nähe des Kleinkindes sein während ihrer Arbeit und kriegen jetzt einen Betreuungsplatz in Frankfurt zum Beispiel, und die Stadt Frankfurt einigt sich aber nicht mit der Entsendegemeinde, dann verlieren die wieder ihren Job. Wir haben einen Gesetzentwurf eingebracht. Wir haben einen Gesetzentwurf dazu eingebracht. Da könnten Sie einmal über den Schatten springen, können sagen, das kostet nur das ein oder andere Millionchen, wirklich kleine Summen. Und würde für die einzelne Lebenssituation der betroffenen Frau oder der betroffenen Familie die Grundlage dafür schaffen, dass man arbeiten kann, dass man die Möglichkeit hat der Arbeitsaufnahme. Und da brauchen wir keinen Antrag der LINKEN dazu. Das ist ein fertig formulierter Gesetzentwurf der Freien Demokraten. Der ist in der Anhörung. Den brauchen Sie nur mittragen. Da brauchen Sie nur sagen, genau, uns ist das wichtig. Wir wollen hier nicht nur Sonntagsreden halten, sondern wir haben einen konkreten Vorschlag der Freien Demokraten. Und ich muss auch an der Stelle noch einmal unterlegen, die Frage hinterlegen, Ihnen unterlegen, die Frage, ob die Altersvorsorge und die Rente in der deutschen Politik eine angemessene Rolle spielt, kann man doch einmal im Bundeshaushalt nachlesen. Schauen Sie sich doch einmal den Bundeshaushalt an. Schauen Sie sich den Steuerzuschuss in die Rente im Bundeshaushalt an. Der geht auf die 100 Milliarden € zu. Bei einem Haushaltsvolumen von vielleicht
360 Milliarden € geht der Steuerzuschuss in die Rente auf die 100 Milliarden € zu. Ich will jetzt einmal sagen, dass die Politik in Deutschland die Rentner nicht im Auge hätte und sich nicht überlegt, wie die Alterssicherung und die Abwendung von Altersarmut ein wichtiges Thema ist. Wenn man da Fakten und Zahlen zugrunde legt, dann kann man das einfach nicht behaupten. Dann ist das einfach eine Falschbehauptung. Und Sie müssen ja Ihre Prognosezahlen jetzt schon in 30 Jahren zugrunde legen, dass dort das Problem dann entsteht. Dass wir dazwischen natürlich noch jede Menge Handlungsmöglichkeiten haben, zu reagieren, dass wir natürlich versuchen, die Wertschöpfung im System zu erhöhen, damit wir, wenn die Wirtschaft effizienter arbeitet, wir vielleicht durch Digitalisierung eine höhere Wertschöpfung erreichen können, dass wir uns auch die besseren Renten leisten können. Aber das greift doch ineinander. Man kann doch nicht einfach sagen, da gibt es jetzt jemanden, der in Altersarmut lebt, der muss jetzt automatisch mehr Geld kriegen. Wir müssen doch ermöglichen, dass wir das Geld erwirtschaften, um ein gutes Rentenniveau finanzieren zu können. Wir müssen doch ermöglichen, dass Menschen, die ihr ganzes Leben lang arbeiten, die Chance haben, sich fürs Alter etwas aufzubauen. Aber was mich stört bei der Debatte ist, ein Kind hat noch keine Verantwortung dafür, ob es in Armut auflebt, in Armut groß werden muss. Jemand, der 40 Jahre arbeitet und die Chance hat, 40 Jahre fürs Alter vorzusorgen, der hat eher eine Möglichkeit, es selbst in der Hand zu haben. Darum ist die Frage der Kinderarmut für mich eine viel konkretere und, wenn Sie sich die statistischen Daten und den Landessozialbericht angucken, eine wirklich evident wichtige Aufgabe für unsere gucken Sie danach, Seite 70. Ja, gucken Sie nach. Eine evidente Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Da steht die Kinderbetreuung, die Qualität, ausreichend Plätze im Vordergrund. Und das glaube ich schon, dass wir genau an der Stelle auch hier in Hessen die Möglichkeiten haben, zu handeln. Das andere, die Rentner in Deutschland sind in den Händen der Großen Koalition gut aufgehoben. Das kann man in dem Programm deutlich nachlesen. Das kann man in dem Programm deutlich nachlesen. Herr Decker hat das ja auch noch einmal hier sehr gut ausgeführt. Ob die Generationengerechtigkeit in guten Händen ist, das wird die Zukunft zeigen. Aber dass die Koalition nicht nach den Kollegen, dass nach den Menschen, die älter werden und in Rente gehen, nicht schauen würde, das kann man der Großen Koalition wirklich nicht vorwerfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Kollegin Erfurt, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Gegensatz zum Kollegen Rock bin ich nicht der Auffassung, dass es allen älteren Menschen und allen Rentnerinnen und Rentnern in der Bundesrepublik so gut geht, dass sie sich überhaupt keine Sorgen machen müssen. Ich glaube schon, dass wir auch schauen müssen, dass Menschen im Laufe ihres Lebens die Chance haben, Rentenansprüche aufzubauen. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass gerade auch Frauen, die besonders eben von Altersarmut betroffen sind, ihre Stärken am Arbeitsmarkt tatsächlich auch voll zur Geltung bringen können. Kollegin Schott, Sie haben vorgetragen, Sie haben einen Teil Ihres Antrags aus dem Beschluss der Frauenministerkonferenz entnommen und haben darauf verwiesen, dass das doch jetzt alles hier so geeint sei und man müsse dem ja nur zustimmen. Ja, Sie haben einen Teil dem entnommen. Ich habe den Beschluss auch nachgelesen. Das stimmt. Ich will das Wort Abschreiben hier vermeiden. Aber die Conclusio, die steht ja ganz anders in dem Beschluss der Frauenministerkonferenz. Und wenn ich mir die Medieninformationen angucke, der damaligen Vorsitzenden der Frauenministerkonferenz, das war die Frauenministerin aus Thüringen, Heike Werner, die hat nämlich gesagt in ihrer Presseinformation, die Länder haben auf der Konferenz substanzielle Vorschläge unterbreitet. Jetzt liegt der Ball beim Bund. Sie haben jetzt noch einmal einfach genommen und haben ihn in die Länderseite getragen. Ich finde das nicht ganz fair. Und Sie haben sozusagen mit Ihrem Antrag ja, so ein
wiederkehrendes Potpourri einer Zustandsbeschreibung hier zusammengetragen, der wir in Teilen auch zustimmen. Das sind ja zum Teil statistische Daten. Das ist so. Diese Zustandsbeschreibung stimmt in Teilen so. Und dann verknüpfen Sie das Ganze immer mit einem Ruf nach dem Land. Das möge doch bitte schön dafür sorgen, dass man den Schalter umlegt, und morgen ist dann alles ganz anders. Und Sie mischen dann immer, das zieht sich ja durch viele Anträge, das hat der Kollege Decker ja auch zu Recht gesagt, Sie werfen dann immer Tarifrecht und Landesrecht in einen Topf und rühren das dann kräftig um, und Sie weigern sich auch ganz beharrlich, Schritte, die wir auf Landesebene längst unternommen haben, überhaupt einmal zur Kenntnis zu nehmen. Ich komme dazu, Herr Schausse. Wir wollen ja niemanden vorschreiben, auch die GRÜNEN wollen niemanden vorschreiben, wie jemand zu leben hat, wie er zu arbeiten hat. Aber was wir wollen, ist, dass Frauen und besonders auch Mädchen bei der Berufswahl sehr klar und bewusst ist, welche Auswirkungen ihre individuelle Entscheidung für einen Beruf oder auch für Teilzeit, was das für eine Auswirkung hat auf ihre spätere Altersversorgung. Das fängt bei der berühmten Berufsberatung an, bei Beispielen und bei Vorbildern. Und Frauen sollen wissen, welche finanziellen Folgen z.B. der Berufswunsch Einzelhandelskauffrau in Teilzeit hat. Das ist doch tatsächlich dann die Weichenstellung dafür, ob meine Rente nachher einmal ausreichen kann oder auch nicht. Und, meine Damen und Herren, ich war lange Zeit Personalratsvorsitzende in einem großen Finanzamt, und ich habe da durchaus auch erlebt, dass junge Frauen sich erst einmal gar nicht damit beschäftigen wollten mit dem Thema, weil es ihnen viel zu kompliziert war. Oder auch viele Frauen nach der Familienphase gesagt haben, ich will gar nicht wieder Vollzeit arbeiten, obwohl sie die Chance gehabt hätten, weil sie nämlich für sich entschieden haben, es ist gut so, wie ich hier lebe, und ich möchte auch ein bisschen mehr Freizeit haben. Das will ich niemandem vorwerfen. Aber dann wird nachher am Ende die Rente auch mal nicht alleine reichen, wenn die Beziehung kaputt geht. Von daher ist das, was wir, glaube ich, sehr deutlich Frauen und jungen Mädchen klar machen müssen, das ist eine Frage der Aufklärungsarbeit, die wir als Gesellschaft zu leisten haben, dass es auch immer andere Wege gibt. Und da bin ich ein bisschen auch bei Herrn Rock. Man muss auch durchaus aufgeklärt entscheiden, für welchen Weg man sich entscheidet. Das muss ja nicht immer gleich das Ingenieurstudium sein. Es kann auch eine solide Ausbildung in einem anderen Handwerksberuf sein. Fleischer, Dachdecker. Mein Vater war Dachdecker. Ich war auch nah dran, Dachdeckerin zu werden. Ja, Frauen übernehmen, da haben Sie darauf hingewiesen, Frau Schott, immer noch ganz selbstverständlich Sorgearbeit. Auch das ist ein Teil des Problems, der nachher dann auch dazu führt, dass Rentenzahlungen nicht so hoch sind. Sie übernehmen die Sorgearbeit in den Familien, sei es die Kinder oder dann die Pflege von Angehörigen, und haben dann eben über die Teilzeit entsprechend niedrige Altersversorgung. Auch das wollen wir keiner Frau verwehren. Das kann jede entscheiden, wie sie das möchte. Sie muss nur wissen, was das am Ende für sie bedeutet. Und deshalb treten wir dafür ein, Sorgearbeit paritätisch zu verteilen. Was ist denn schlimm daran, wenn auch mal Männer Teilzeit arbeiten oder auch mal Männer die Arbeitszeit reduzieren? Das ist eine Frage. Die verdienen nicht immer mehr, Kollegin Schott. Das passiert, dass Männer mehr verdienen als Frauen, aber nicht. Es ist nicht mehr die Regel, Gott sei Dank nicht mehr die Regel. Es ist häufig so, aber nicht die Regel. Und ich weiß, dass es auch Fälle gibt, da sind wir durchaus einig, wo man nicht die Entscheidungsfreiheit hat, wo Alleinerziehende durchaus in prekären Situationen sind. Aber von denen, das weiß ich, die müssen wir auch besonders betrachten, und wir müssen auch bei Alleinerziehenden noch einmal genauer hingucken. Aber das gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt auch viele Fälle dazwischen, und auch die müssen eine für sie angemessene und richtige Entscheidung treffen können. Ich möchte einen Weg fand ich ja sehr, oder eine Bemerkung in Ihrem Antrag fand ich ja sehr interessant. Sie haben sozusagen hergeleitet, dass Ihre Forderung, dass man demnächst Grundschullehrkräfte mit A13 bezahlen muss, dafür hergeleitet, dass man in Altersarmut verfallen kann. Also, das finde ich sehr interessant, ja, dass man mit A12 ein Armutsrisiko hat. Also fand ich eine interessante Betrachtung. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass man dann da auch in der Nähe der Altersarmut ist, wenn man sich
fand ich einen interessanten Beleg in Ihrem Antrag. Ja, Sie sollten zur Kenntnis nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den LINKEN, dass die Fraktionen von CDU und GRÜNEN sehr wohl daran arbeiten, Chancengleichheit von Männern und Frauen herzustellen, und dass wir uns sehr intensiv um die Lösung von Problemen kümmern. Rente. Der Kollege Rock hat ja sehr anschaulich und sehr akribisch den historischen Werdegang in der Rente hergeleitet. Das fand ich sehr anschaulich, wie Sie das gemacht haben. Dem ist auch nichts hinzuzufügen. Und dann gab es Riester-Rente, und diese Riester-Rente hat nicht funktioniert. Das stimmt, Frau Wissler. Das kann man nur so sagen, dass die Riester-Rente nicht das gebracht hat, was wo die Erwartungen waren. Deshalb gibt es ja das Modell der Deutschlandrente, was eben hier aus Hessen vorgeschlagen worden ist, als dritte Säule in der Altersversorgung ein einfaches und zukunftsfähiges System zu entwickeln und das auch besonders Geringverdienerinnen und Geringverdiener mit berücksichtigt. Wollt ihr noch einmal untereinander ein bisschen sprechen, dann geht raus. Wenn wir also die in der Deutschlandrente, die wird ja auch besonders für Geringverdienerinnen und Geringverdiener geguckt, weil sie dann nämlich einen Freibetrag für die freiwillige Zusatzrente bei der Grundsicherung bekommen können. Das wird auch nicht für alle Menschen der richtige Weg sein, aber es ist ein Baustein, der hilft, die Altersarmut künftig zu vermeiden. Und weitere konkrete Schritte möchte ich nur in aller Kürze nennen. Die haben wir in unserem Antrag zusammengetragen. Und da wir ihn ja gemeinsam in den Ausschuss überweisen können, haben auch alle noch einmal Zeit, ihn dann gründlich zu lesen. Ja, meine Damen und Herren, es ist uns wichtig, dass Frauen und Männer, das ist mir wichtig, Familienaufgaben und Beruf miteinander vereinbaren können. Und daher haben wir ja auch z.B. im Anschluss an diesen Tagesordnungspunkt die Änderung des zweiten Dienstrechtsänderungsgesetzes. Da wird es ja dann darum gehen, dass man Pflege und Beruf besser vereinbaren kann. Also, Sie merken, wir arbeiten auf allen Ebenen an diesem wichtigen Thema. Und darum war es uns ja auch so wichtig, dass wir im Hessischen Gleichberechtigungsgesetz so viel Wert darauf gelegt haben, dass man Familienaufgaben und Beruf zusammenbringen kann. Und darum haben wir auch Führen in Teilzeit explizit im Gesetz verankert. Auch das ist ein wichtiger Weg, um Chancengleichheit herzustellen. Und ja, meine Damen und Herren, wir wollen gute Kinderbetreuung in der Kita und in der Grundschule. Deshalb gibt es ja die Investitionen in die Kinderbetreuung. Deshalb gibt es die gebührenfreien Kindertagesstätten übrigens viel schneller und in viel größeren Schritten, als die SPD das ursprünglich wollte. Und deshalb gibt es auch den Ausbau von Qualität. Deshalb gibt es den Pakt für den Nachmittag. Und ja, meine Damen und Herren, wir wollen den Wiedereinstieg von Frauen nach der Familienphase. Deshalb gibt es das Netzwerk Wiedereinstieg und vieles andere, was die Kollegin Klaas-Isselmann hier vorgetragen hat. Und ja, meine Damen und Herren, wir wollen Equal Pay. Und genau darum gibt es den Hessischen Lohnatlas, der auf der Basis von Vollzeitstellen vergleicht, wie Männer und Frauen verdienen. Und es stimmt, es sind nicht die Teilzeitstellen dabei. Aber wir haben eine verlässliche, solide Datenbasis. Ich danke Ihnen für den Hinweis, Frau Präsidentin. Wir haben damit eine verlässliche Datenbasis, die niemand negieren kann, weil sie nämlich tatsächlich statistisch und wissenschaftlich abgesichert ist. Und es kann niemand mehr sagen, dieses Equal oder diese Lohnlücke bilden sich nur irgendwelche wild gewordenen Frauenrechtlerinnen ein. Nein, sie ist statistisch nachgewiesen, und sie gibt es. Und wir wollen daran arbeiten, sie abzustellen und sie kleiner zu machen. Und ich lade Sie alle ein, dabei mitzumachen. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank. Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße auf der Tribüne unseren ehemaligen Kollegen Nächster Redner ist Staatsminister Grüttner. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der von der Fraktion DIE LINKE hier vorgelegte Antrag bezieht sich auf das Erwerbsverhalten und die Rollenbilder der jetzt älteren Generationen. Er verkennt jedoch völlig die unterschiedlichen Lebenslagen und die unterschiedlichen Bedürfnisse derjenigen Menschen, die heute zwischen 60 und 100 Jahre alt sind. Denn diese Menschen stellen eine äußerst heterogene Gruppe dar.
Die so konstatiert die derzeit wichtigste Langzeitstudie in diesem Bereich, der Deutsche Alterssurvey, mit dem regelmäßig die Lebenssituation von älteren Menschen untersucht wird, dass das Gros der älteren Generation so aktiv und so zufrieden wie nie zuvor sei. Im Übrigen, über 90% der Hessinnen und Hessen fühlen sich wohl in unserem Land, wie eine Umfrage gezeigt hat. Da sind auch die ältere Generation mit dabei bei dieser Antwort. Und so sagt auch der Alterssurvey, dass das Bild sich über die Jahre grundlegend zum Positiven gewandelt hat. Deutlich zuversichtlicher schaut man auf das Alter als noch vor 20 Jahren. Und die hierzu erhobenen Daten des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sind eindeutig. Viele Menschen erleben den Ruhestand in guter Gesundheit. Sobald sie aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind, möchten sie diese Lebensphase aktiv nutzen und sich persönlich weiterentwickeln, z.B. in bürgerschaftlichem Engagement oder mit Freizeitaktivitäten, zu denen sie jetzt erst Zeit finden. Das ist ein grundsätzlich positives Bild. Und trotzdem, meine Damen und Herren, wir dürfen trotzdem vor dem Wandel, der sich abgezeichnet hat, nicht den Blick vor dem Schicksal derjenigen Menschen verschließen, die im Alter gegen ihren Willen weiterhin einer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen, weil die Rente nicht reicht, und auch nicht gegenüber denjenigen, die Hilfe und Unterstützung aufgrund von Krankheit und Pflegebedürftigkeit benötigen. Aber auch dann erfahren viele Menschen Unterstützung durch Familienangehörige, vor allem die erwachsenen Kinder, und sie sind in einem Freundes- und Bekanntenkreis eingebunden. Und vielerorts übernehmen nachbarschaftliche Beziehungen wichtige Funktionen des sozialen Netzwerks im Alter. Im Gegensatz dazu konstruiert der Antrag der LINKEN das Bild einer einheitlichen, statischen Rentnergeneration, die gegenwärtig und auch in Zukunft von geringen Renten, fehlender sozialer Absicherheit, sozialer Ausgrenzung betroffen sein wird. Und im Antragstext wird darauf verwiesen, dass der Antrag eben im Wesentlichen dem GMK-Beschluss entsprechend, also dem Beschluss der Gleichstellungs- und Frauenministerin, folge. Ich muss das hier an dieser Stelle nicht wiederholen, dass in Teilen abgeschrieben worden ist, aber schlicht und einfach die falschen Schlussfolgerungen daraus gezogen sind, sondern schlicht und einfach auch verfälscht worden ist. Insofern haben nicht nur der Kollege Decker und Frau Erfurth und andere die richtige Brille an, die richtige Lesebrille. Wir können lesen und lassen uns nicht für dumm verkaufen, wie es dieser Antrag an dieser Stelle versucht. Und an dieser Stelle will ich auch nicht all das wiederholen, was zum großen Teil richtig gesagt worden ist. Wir müssen sehr differenziert, und das will ich schon sagen, auf die Fragestellung auch der Situation von Rentnerinnen und Rentnern machen. Die Rentendaten alleine erlauben per se überhaupt keinen Rückschluss auf das Wohlstand von Frauen oder Rentnerinnen, also es gibt nicht nur Frauen, im Alter oder die Gefahr von Altersarmut, da weder der Haushaltskontext einbezogen wird, noch die hinterbliebenen Leistungen berücksichtigt werden, noch an dieser Stelle auch auf Einkommens- und Immobilienvermögen von Frauen und Männern Rücksicht genommen wird. Alleine seit 1976 ist der Anteil älterer Menschen, und hier vor allem diejenigen, die 70- bis 85-jährig sind, mit Wohneigentum kontinuierlich angestiegen. Das bedeutet letztlich, dass sich die Lebenshaltungskosten natürlich auch prägnant verringern, wenn beispielsweise in diesem Alter die Schulden abgetragen sind und Mieten nicht mehr zu zahlen sind. Insofern müssen wir natürlich den Blick, und das ist richtig, auch auf die Jüngeren, sowohl Frauen wie Männer, richten. Hier müssen wir eben die entsprechenden Hilfestellungen leisten. Wir müssen sie leisten in einem mit verschiedenen Maßnahmen. Das sage ich jetzt, weil es eben Vorredner gesagt haben, auch nur noch stichwortartig. Das ist auf der einen Seite der bedarfsgerechte Betreuungsangebot zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Frage der Beitragsfreistellung, den enormen Ausbau, dem Tempo und Dynamik, die wir in Hessen hatten, bei der Fragestellung der Schaffung von Plätzen für unter Dreijährige, aber auch derjenigen der über Dreijährigen, ist ein profundes Beispiel dafür. Auch der Pakt für den Nachmittag ist ein wesentlicher Beitrag, und er ist besser als die immer wieder erhobene Forderung nach einer entsprechenden Ganztagsschule, weil letztendlich an dieser Stelle eben den unterschiedlichen Bedürfnissen von Familien auch Rechnung getragen wird. Ich erinnere an das Netzwerk Wiedereinstieg für berufliche Wiedereinstieg von Frauen in den Arbeitsmarkt. Wir fördern dieses Netzwerk. Wir haben die Initiative Beruf und Pflegevereinbarung,
zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Pflege auf das Feld geschickt. 174 Unternehmen und Organisationen mit über 322.000 Beschäftigten weltweit sind sozusagen zu einer sensiblen, pflegesensiblen Personalpolitik bereit. Wir haben das Konzept Fachkräftestrategie. Da hält die Landesregierung eine Reihe von Konzepten für flexible Arbeitszeiten, für Führen in Teilzeit, der Sicherung von Fachkräften und Unternehmen vor. Wir haben ein sehr erfolgreiches Landesprogramm betriebliche Ausbildung Alleinerziehende. Wir haben die Initiative Berufsabschluss in Teilzeit, also Teilzeitausbildung finden und fördern. Wir sind breit ausgestellt mit sehr unterschiedlichen Partnern auf kommunaler Ebene, mit Kammern, mit Berufsverbänden, den kommunalen Spitzenverbänden der Regionaldirektion Hessen. Insofern sind wir an dieser Stelle ausgesprochen weit. Einen Satz noch, weil das immer wieder kommt. Wir haben mit dem Lohnatlas bewusst die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigtenverhältnisse miteinander verglichen. Weil wenn wir die Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse noch mit einbezogen hätten, ist wegen der sehr unterschiedlichen nach wie vor Teilzeitbeschäftigung von Frauen und Männern ein verfälschtes Ergebnis zu erwarten gewesen. Hier haben wir ein klares Ergebnis, und mit den Sozialpartnern finden in der Zwischenzeit schon sehr intensive Gespräche statt, wie letztendlich dieses Lohngefälle entsprechend dann auch beseitigt werden kann. Insgesamt, wenn man eben auch sieht, was sich in dem Antrag der LINKEN widerspiegelt und was auch gesagt wird, ist an vielen Stellen einfach Unkenntnis oder Ignoranz zu sehen. Das beginnt mit einer Ignorierung durch das von unserem Grundgesetz geschützten Tarifautonomie, wenn man die Förderungen entsprechend liest, setzt sich mit der offenkundigen Ausblendung der Existenz des Hessischen Tariftreuegesetzes fort, mit dem die Landesregierung dafür Sorge trägt, dass bei öffentlichen Auftraggebern allen Arbeitnehmern und Arbeitnehmern Löhne nach Gesetz und Tarifvertrag gezahlt wird. An dieser Stelle sind wir natürlich vollkommen klar. Sie ignorieren vollkommen, dass wir heute in einer viel stärkeren Jahrgangskohorten und Ausdifferenzierung innerhalb dieser Jahrgangskohorten leben, die in ihrer Vielfältigkeit, ihrer Lebensverhältnisse, ihrer Bedürfnisse, ihrer Interessen und Aktivitäten die Berücksichtigung finden müssen. Wir müssen als Politik darauf flexibel reagieren, und diese Herausforderungen haben wir in Hessen angenommen. Der Antrag, über den wir heute diskutieren, ist hingegen durch eine einseitige und statische Sichtweise des Alle über einen Kamm scherens geprägt. Er verkennt die bestehenden Möglichkeiten zu einer Entwicklung von Potenzialen und Kompetenzen im Alter und spricht damit den betroffenen Menschen eine selbst- und mitverantwortliche Lebensgestaltung ab. Typisch links also. Vielen Dank, Herr Staatsminister Grüttner. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind damit am Ende der Debatte. Die beiden Anträge werden in den SIA überwiesen. Das ist die Drucksache 19 5174 und Drucksache 19 6107.